als Verfassungsschutzpräsident geschasst, in den einstweiligen Ruhestand versetzt, als Unionsstörenfried aber immer noch da, Hans-Georg Maaßen. Jetzt lässt die CDU-Parteichefin ihr schärfstes Schwert aufblitzen, um ihren Parteifreund loszuwerden. Es gibt, so AKK, aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Genervt von Maaßens rechtskonservativen Positionen spielt Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Idee, Maaßen aus der Partei zu werfen. Für die Werteunion, den Rechtsausläufer der CDU und politische Heimstatt Hans-Georg Maaßens, ist das eine maximale Provokation. Ich finde das eine ganz fatale Aussage von der Frau Kramp-Karrenbauer, einen Parteiausschuss von Herrn Dr. Maaßen überhaupt ins Spiel zu bringen. Das schadet massiv der Partei. Und aus dem Ausland meldet sich der Gescholtene. Nicht ich habe mich von den Positionen meiner Partei entfernt, sondern die CDU ist unter der früheren Parteivorsitzenden weit nach links gerückt. Maaßen gibt den Märtyrer. Rückendeckung bekommt der Ex-Verfassungsschutzpräsident, der sich in Sachsen im Wahlkampf für die CDU engagiert, auch vom sächsischen Regierungschef. Der Parteifreund der Parteichefin lehnt einen Rausschmiss seines Wahlkampfhelfers kategorisch ab. Spannend jetzt, wem nutzt, wem schadet die AKK-Attacke? Ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit der Erwägung eines Ausschlussverfahrens gegen Herrn Maaßen einen gewaltigen Kardinalfehler begangen. Sie hat versucht, ihre Autorität geltend zu machen, aber in einer Sache, in der sie nur verlieren kann. Möglich, dass die parteivorsitzende Verteidigungsministerin in den Selbstverteidigungsmodus wechseln muss. Der Streit hat Spaltpilzpotenzial. Schon fordert Maaßen die Sachsen-CDU auf, sich von der Bundes-CDU stärker abzugrenzen.